Willkommen zurück. Wir befinden uns gerade beim Wegelbund-Anwesen, einige Stunden später, und warten auf Da Enren. Wären wir. Mein Vater besaß ein ähnliches Anwesen in Brugge. Als Mädchen war ich dort oft reiten. Wollen wir uns die Pferde ansehen? Magst du Pferde, Geralt? Eigentlich schon. Ich habe meine Pferde immer Plätze genannt. Die graue Stute ist Cantarella, von Kahir gezeugt, dem Sieger von Wohle. Grau, schöne Farbe, auch bei Pferden. Ich wette auf den schwarzen Hengster, Nemrod, reinste Nilfgaarder Zucht. Fehlt noch, dass er vor dir salutiert, General. Weißt du irgendwas über den Fuchs da oder den Braunen? Der Fuchs heißt Donner, ein reinblütiger Redanier, edles Ross, aber zu eigenwillig für meinen Geschmack, schwer zu beherrschen. Und der Braune stammt aus Serikanie. De Volta hat ihn kürzlich gekauft. Ich weiß nicht viel über ihn, aber Serikanier sind bekannt für ihre große Ausdauer. Ist Molly ein Pferd? Bitte? Eigentlich bin ich hier, weil ich Molly suche. Geduld, Hexer. Sie wird bald hier sein. Ich habe sie gebeten, zu uns zu stoßen, sobald sie ihre Aufgaben erledigt hat. Es dauert gewiss nicht mehr lang. Das hängt davon ab, was du ihr aufgetragen hast, Herrin. Aber ich habe keine Wahl. Ich warte. Du kennst dich gut mit Pferden aus. Auskennen trifft's nicht ganz. Morvran ist ein echter Experte. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Ich versuche, nicht runterzufallen. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Deswegen bin ich nicht hier. Lass mich nicht betteln, Hexer. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel. In Nilfgaard gemacht, aus herrlich gegerbtem Leder. Warum nicht? Würde gern sehen, ob dir dein Wissen über Pferde auch im Sattel nützt. Gut gesprochen. Welches Pferd wählst du, Hexer? Dann würde ich doch den Ausdauerer nehmen, oder? Irgendwie den Fuchs. Nee, Cantarella. Grau zu grau. Die graue Stute sieht schnell aus. Außerdem kannte ich mal einen Mann namens Kahir. Ich nehme sie. Ich reite nicht mit, aber dafür wette ich. Nemrod gewinnt. Der Reiter spielt keine Rolle. Wenn das so ist, versuche ich mein Glück mit dem serikanischen Braunen. Wir sollten nicht länger warten. Fangen wir an. Na, dann wollen wir den mal abziehen, wa? Reiter, bereit? Los geht's, Hexer. Ich bin alles so leicht. Holz, du geschnitzt bist. Los, lauf! Gerne. Wenn dein Pferd scheut, hast du schon verloren. Immer schön gucken, dass man eng anliegt, um sich ein bisschen Zeit zu verschaffen. Das Pferd hat gleich keine Ausdauer mehr. Kurz stillen. Und geht das Pferd schonen. Nicht das Pferd schonen, aber doch. Engpassage. Ich liebe dieses Tempo, diesen Wind. Weiter geht's. Nächste Engpassage. Zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ab den müssen wir jetzt noch einholen. Ach scheiße, das war. Huhu. So ist gut. Da war ja schon das Ziel. Das war atemberaubend. Ein famoser Sieg. Danke. Für jemanden, der nicht reiten kann, hast du dich vorzüglich im Sattel gehalten. Mein Glückwunsch. Das ist deins. Dürfte ich wohl jetzt mit der Kammerzofe sprechen, Herrin? Ach ja, Molly. Deswegen bist du ja überhaupt hier. Die stämmige junge Frau dort, das ist sie. Sprich mit ihr. Und komm zu uns, wenn du nach Novigrad zurückkehren willst. Wir reisen gern mit dir zusammen. Stämmig, die ist süß. Wo sind wir denn überhaupt? Ah, das ist das Anwesen. Diese Jugend heutzutage. Alle weich in der Birne. Ich bin Molly, Herr.
Du wolltest mich sprechen? Nenn mich Geralt. Geralt? Der Geralt? Dem Rittersporn ein ums andere Mal das Leben gerettet hat? Ohne Rittersporn wäre ich jetzt nicht hier. Er hat mir von euren Abenteuern erzählt. Wie er dich mit Liedern auf den Kampf einstimmt und wie er den Kairan mit seiner Laute gezähmt hat. Wow. Ich meinte das wörtlich. Ich bin wegen Rittersporn hier. Ich wollte dich fragen, ob du weißt, wo er sein könnte. Nein, leider nicht. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Die Baronin ist nicht erfreut, dass wir uns kennen. Sie hält Rittersporn für einen nichtsnutzigen Faulpelz. Stell dir nur vor. Aber vielleicht kann dir seine Schwester helfen. Ein so nettes Mädchen. Erinnerst du dich an dein letztes Gespräch mit Rittersporn? Na klar. Er wollte etwas Geld für eine Barke leihen. Was? Wozu braucht er denn eine Barke? Für eine romantische Bootsfahrt im Mondschein auf den Kanälen. Er sprach von Erdbeeren und diesem Perlwein und er wollte mir ein Ständchen singen, aber seitdem ist er weg. Dir ist klar, dass Rittersporn gar keine Schwester hat? Und ob er eine hat? Ich hab sie doch gesehen. Aber sie sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ist blond. Vielleicht haben sie verschiedene Väter. Und auch verschiedene Mütter. Vielleicht. Aber er hat sich um sie gesorgt, so wie er ihre Sachen getragen hat und... Weißt du, wo ich sie finde? Rittersporns Schwester? Leider nicht. Immer wenn ich gefragt habe, wann wir sie besuchen, ist er ganz still geworden und hat das Thema gewechselt. Danke, Molly. Warte. Bevor du gehst, habe ich noch eine Bitte. Rittersporn hat versprochen, mir seine Briefmarkensammlung zu zeigen. Er hat's nie getan, aber ich würde sie so gern sehen. Wird nicht schwer, ihn zu überreden. Er zeigt sie liebend gerne. Jeder, die er trifft. Oh, das ist wundervoll. Danke und viel Glück bei deiner Suche. Oh, Mann. Dass es wirklich jemanden gibt, der da gerade drauf steht als Frau und ihm... Ah, dieser Rittersporn. Alle möglichen Tricks versucht er, ohne Witze. Was ein Schelm. So, wir müssen zurück in die Stadt. Und dann reisen wir doch auch gerne wieder mit den werten Herren zurück. Ah, Geralt, da bist du ja. Wollen wir zusammen zurückreiten? Sehr gern. Ist ein langer Weg bis Novigrad. Und mit Begleitung erscheint er nicht ganz so lang. Sehe ich auch so. Nun dann los. Und da wären wir. Danke für deine Gesellschaft. Gleichfalls. Mach's gut. Mofran Voris. Ah, Geralt. Was kann ich für dich tun? Große Änderungen stehen an im Kaiserreich? Du weißt es nicht? Der Kaiser hat dich rufen lassen. Das tut er nie ohne Grund. Es ist klar, dass er seine Tochter sucht. Du weißt viel. Natürlich. Ich bin der Sohn meines Vaters. Was hat dein Vater damit zu tun? Er steht dem Kaiser nahe. Und er kennt die Opposition, die seine Abdankung will. Cirilla den Thron zu überlassen, ist das Beste, was der Kaiser tun kann. Aber wie man weiß, braucht eine Kaiserin einen Kaiser an der Seite. Mein Vater wird dafür sorgen, dass der richtige Mann ausgewählt wird. Ah ja, so ist das. Mach's gut. Okay, zwei verbleiben noch. Zwei werte Ladies. Auf zur nächsten. Lass einen von denen rein, gleich macht sich der ganze Stamm bei dir. Habt ihr gehört? Die Hexenjäger haben... Los, lauf! Ach Gott, wie die Stadt hier aufgebaut ist, der faszinierend. Was für eine Treppe. Da kommt Plötze.
noch ein bisschen. So. Ja. Alles so weit. Genug gesagt. Oh, im Waisenhaus. Entschuldigung, ich suche Marabella. Das bin ich. Warte draußen. Wir haben noch Unterricht. Ich warte. Es dauert nicht lange. Für die Kleinen warten wir eine Runde. Also es ist ein Unterrichtsort. Es ist einfach zu schön. Stimmt nicht. Woher willst du das wissen? Darf ich dich kurz sprechen? Ja. Was willst du? Ich weiß, dass du dich mit Rittersporn getroffen hast. Oh ja. Der längste Nachmittag meines Lebens. Hat er dir Gedichte vorgetragen? Nein. Wir haben zusammen die Welt der Pilze in Bildern durchgeblättert. Hm. Vielleicht... Nein. Ich will lieber nicht wissen, was er sich dabei gedacht hat. Schimmel. Darum ging's ihm. Als er seine Hand von meinem Knie nahm, um auf das Bild eines Penicilliums zu deuten, wusste ich, dass es vorbei ist. Ich habe ein Gedicht von Rittersporn über dich gefunden. Darin beschreibt er dich als sehr begabt. Wirklich? Hat er meine Poesie erwähnt? Pferde haben mich schon immer fasziniert. Ich wollte schon lange ihre edle Schönheit besingen. Hast du meine Texte bei Rittersporn gesehen? Nur Versuche, ja. Aber mich würde interessieren, wie du sie findest. Nein, nichts gesehen. Höher! Ihre schlanke Peitsche durch die Lüfte flog. Höher! Ein Knall und das Tier gehorchte ihr. Der Hengst jetzt zwischen ihren Schenkeln tanzte. Schon war voll Schweiß das ganze Tier. Tut mir leid, ich verstehe nicht viel von Poesie. Hast du ihn nochmal gesehen, nach dem Vorfall mit den Pilzen? Nein, ich habe sogar überlegt, ihm noch eine Chance zu geben. Er hat ein Herz aus Gold. Er braucht nur etwas mehr Disziplin in seinem Leben. Aber er ist nicht wiedergekommen. Also glaube ich, dass es vorbei ist. Und wieder eine Sackgasse. Danke für deine Hilfe. Lebe wohl. Aber interessante Sache, dass er es mit einer Lehrerin trieb. Na gut, eigentlich so interessant ist es jetzt auch nicht. Ich meine, er treibt es mit allem. Da hat sie ihre Plakate. Lasst eure Bäger was Nettes lernen im Leben. Respekt vor den Göttern. Ja, eigentlich müssen wir so jemanden noch unterstützen. Und nicht ausrauben. Nein, egal. Bist du ein Zauberer? So, die letzte Dame im Bunde. Rosa Vatir. Gott, da waren wir doch eben das erst. Das hat wehgetan. Almosen, Almosen. Nette Klingen hast du da. Hätten wir uns erst oben umschauen sollen. Er hat es aber ganz schön so in einem bestimmten Umkreis, die werden Ladies. Er weiß schon, wo er sich seine Bettgeschichten nimmt. Dann hab ich das Weichleibes in den Garten gejagt. Ah, hast du ihn erwischt? Nein. Was willst du? Rosa Vaartre erwartet mich. Ich soll sie im Schwertkampf unterweisen. Komm mit. Sie wartet schon. Haha, wir hauen es tatsächlich. Gott, das ging ja easy. Ich hoffe, dir ist klar, worauf du dich eingelassen hast. Hoffe ich auch. Fräulein Rosa hat ein animalisches Temperament. Kennt keine Gnade, wenn sie ein Schwert in der Hand hat. Sagen wir mal so. Ich bin ein Hexer. Keine Gnade zu haben, ist eigentlich unser Ding. Wenn man Gnade mit einer Kreatur hat, ist man gleich tot.
Ach, Kammerdiener. Schnapp dir ein Holzschwert. Und pass auf, dass du dem Fräulein nicht wehtust, sonst lernst du den Botschafter kennen. Mimimi. Komm mit. Holzschwert, ich müsste es vielleicht auch noch ausrüsten, oder? Ja, komm mit, du stehst da dumm rum, Jung. Geht's ab... Ah, in den Keller. Nette Trainingshalle. Du bist mein neuer Lehrer? Na sowas. Diesmal hat sich Papa ja wirklich Mühe gemacht. Nimm dir erstmal Holz. Zeig, was du drauf hast. Also, Magie darf ich nicht benutzen. Na komm schon. Scheiße. Hör auf zu prallen und kämpfen. Die ist gut. Als der Letzte. Ich bin eigentlich gar nicht dein Schwertkampflehrer. Ach, wer bist du dann? Und wie bist du reingekommen? Ich bin ein Hexer. Ich suche... Ein Hexer? Fantastisch! Ich wollte schon immer einen Hexer treffen. Wie aufregend! Was ist denn daran so aufregend? Der Tanz auf dem Vulkan, Spuren lesen, gegen Bestien kämpfen, unterm Sternzelt schlafen. Oh, das muss toll sein. Mhm. Kämpf mal gegen einen Zeugel, wenn du bis zum Hals im Abwasser stehst. Unvergleichlich. Das gehört wohl nicht zu den Höhepunkten. Warte, wolltest du nicht was fragen? Ehe ich frage, muss ich sagen, dass du recht gut mit dem Schwert umgehst. Lass nur deine linke Flanke nicht offen, wenn du ausweichst. Oh ja, schreckliche Angewohnheit. Werde ich einfach nicht los. Hatte gehofft, jemand aus Novigrad könnte mir dabei helfen. Aber verwirr mich nicht mit Ratschlägen. Du hast schon gestanden, dass du nicht zum Training hier bist. Ich wollte nach deinem Rhetoriklehrer Rittersporn fragen. Rhetoriklehrer? Zum Lachen. Als solchen hat Papa ihn eingestellt, aber er hatte daran kein Interesse. Meist hat er Laute gespielt und gesungen. Wollte wohl jemandem den Hof machen. Also hat er nicht... Aber ihr hattet doch irgendein... Verhältnis. Wenn du es ein Verhältnis nennst, das er mir nachstellte, jedenfalls lief zwischen uns nichts. Meine Schwester hatte ihren Spaß auf unsere Kosten. Doch genug geplappert. Kämpfe! Ich verlange eine Revanche! Verdammt, bist du schnell! Yep, schnell ist der liebe Hexer. Nur wenn sie mich abwehrt. Zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst. Sie ist sehr aggressiv. Kann aber gut blocken. Zumindest auch schnell blocken. Ist wirklich eine nicht schlechte Kämpferin. Wir können auch nur durch das Ausweichen dem Schaden entkommen. Was sollen denn zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst? Ja, Geralt möchte auf die Frage irgendwie nicht antworten, habe ich das Gefühl. Na komm, Kleiner. Hopp. Geht doch.
Verdammt! Auch wenn du kein Lehrer bist, solltest du einer werden. Willst du mir nicht ein paar Stunden geben? Einer Dame darf ich nichts abschlagen. Was turtelt ihr Täubchen denn da? Du hast mich nach meinem Verhältnis zu Rittersporn gefragt? Nun, hier ist die Urheberin des Durcheinanders. Edna Var Atre, größte Unruhestifterin nördlich und südlich der Yaruga. Moment mal, wollt ihr sagen, dass Rittersporn euch verwechselt hat? Gelegentlich schon. Das hat Rosa aber schnell aufgeklärt. Wenn du kurz deinen gehässigen Mund halten würdest, liebe Schwester, könnte ich erklären. Edna hat Rittersporn Liebesbriefe geschickt, unterschrieben mit meinem Namen. In seiner Eitelkeit ist er darauf reingefallen. Ich dürfte mich der Avancen des alternden Baden erwehren. Rosa, es war doch nur gut gemeint. Ich fand, dass du Hilfe beim ersten Schritt brauchst. Du bist bei jeder seiner Balladen errötet. Hör auf, sonst singt er als nächstes bei deinem Begräbnis. Beruhigt euch, meine Damen. Kein Poet ist einen Streit unter Schwestern wert. Schon gar nicht dieser. Hört mal, ich will nur eins wissen. Habt ihr Rittersporn in letzter Zeit gesehen? Edna vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Liebe Schwester, ich würde mich doch nicht mit einem Mann treffen, für den du heimlich brennst. Brennen? Für einen, der ständig die Talente einer anderen preist? Dazu bin ich nicht dumm genug. Verhielt sich Rittersporn in letzter Zeit seltsam? Ungewöhnlich? Ungewöhnlich? Eigentlich nicht. Zwecklos, Geralt. Sie ist so verknallt, die würde nicht mal merken, wenn er zum Werwolf würde. Edna! Was denn? Du musst nicht so tun, als wäre er normal. Weißt du noch, als er uns auf den Friedhof führte? Rhetorikstunden auf dem Friedhof? Selbst für Rittersporn ungewöhnlich. Wir wollten die Gräber berühmter Professorin von Ochsenfurt besuchen. Am Ende stellte er lauter Fragen über Markgraf Henkel. Über wen? Ein exzentrischer alter Kauz. Neulich verstorben. Als junger Mann ist er offenbar ein wichtiger und großzügiger Förderer der Künste gewesen. Gebildete junge Damen wie ihr wissen doch sicher jede Menge über Politik. Wir haben dies und das aufgeschnappt. Was willst du wissen? Wie läuft denn der Krieg? Ist eine Entscheidung in Sicht? Papa sagt, vieles hängt an Radovid und daran, wer Novigrad zuerst einnimmt. Wieso Novigrad? Das ist doch eine freie Stadt. Sie ergreift nie Partei und hält sich aus jedem Streit raus. Oh, jedes Kind weiß doch, dass Novigrad die größte Flotte der Welt hat. Und angeblich quillt die Schatzkammer so über, dass man zwei Armeen ausrüsten könnte. Der Kaiser drängt weiter nach Norden. Die Höflinge sind sicher begeistert. Seine Vertrauten sicher. Aber Papa sagt, dass das nicht mehr lange so geht. Warum nicht? Er meint, dass der Krieg den Handel stört. Und dass die Leute es leid sind, die Abenteuer des Kaisers zu bezahlen. Anderes Thema. Von wem hat Rittersporn denn gesungen? Kennt ihr sie? Sie ist wohl eine Dichterin oder Bardin. Selbstredend außergewöhnlich begabt und fähig. Diese Frau, sie ist nicht von hier, oder? Ich glaube, er hatte ihren melodiösen, kuvirischen Akzent gelobt. Kann sein. Er hat sie ein paar Mal Kalonetta genannt. In Kovir sind bizarre Namen üblich. Ich muss Soltan nach dieser Kalonetta fragen. War mir ein Vergnügen, aber ich habe noch was zu erledigen. Äußerst erfreut, dich kennenzulernen. Komm bald wieder. Und? Was ist jetzt mit weiteren Stunden? Du bist überzeugend, Fräulein. Woher du das bloß hast? Sag mir Zeit und Ort. Morgen hier? Gleiche Zeit wie heute? Gut. Bis dann. Bis dann, Meister Hexer. Und ab in die zweite Runde. Geh einfach mal hin und meditieren.